Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal über Mittelerde, Schatten des Krieges. Und ich würde mal sagen, wir fangen sofort an. Ich habe mir diesmal ein etwas längeres Szenario ausgesucht, damit ihr auch viel vom Spiel seht. Ich hoffe, es gefällt euch. Würde ich mal sagen, fangen wir jetzt auch mal an. Zum Beispiel gibt es jetzt, man kann halt die alten Stories von dem Geist, als er noch als Elb gelebt hat und noch nicht tot war, halt jetzt auf der ganzen Map finden, so Erinnerungen von ihnen und halt dann auch spielen, wie man hier sieht. Zum Beispiel sind wir jetzt auf so einem mega Vieh hier, was Feuer spucken kann. Und man macht halt 1000 kleine Ghule fertig. Und so an sich macht das schon echt lautes Bock derbe. Und es gab auch noch andere, wo man dann mit Wargs rumgerannt ist oder wo man einfach nur Orks abgeschlachtet hat. Und so halt lernt man auch viel über seine Geschichte kennen und ja, ich finde das schon ganz schön interessant, weil im ersten Teil hat man ja meistens nur so Videos dann von ihm gesehen, was damals alles vorgefallen ist. Aber so wirklich selber spielen war ja weniger dabei. Und hier kann man halt wirklich schön seine Geschichte durchspielen und mehr über den Charakter kennenlernen. Das ist schon wahnsinnig interessant. Von der Spielweise her ist die Steuerung genau wie Teil 1 geblieben. Oh, aber es gibt sehr viele Perks jetzt, die man erforschen kann durch Leveln. Wo man halt wirklich, oh, man kann so viele neue Sachen erlernen. Das ist wirklich heftig. Also das Aufgebot haben sie echt super gemacht. Und hier zum Beispiel hat man dann in der Erinnerung so Missionen dastehen. Da steht halt in der Zeit beenden. Das ist immer so eine Sache, ne? Zeit. Sachen hasse ich wie die Pest in Games. Das ist so das, was die ganze Zeit trollt und Druck aufbaut. Was ist ja der Sinn der Sache? Aber wenn man das abschließt, kriegt man halt mehr EP und mehr Loot. Wie ich jetzt auch gemerkt habe, kann man halt durch das Silber, was man sich so verdient, seine Ork-Armee ausbauen und für den Krieg rüsten damit. Man kann sogar wirklich im Store jetzt auch einfach Orks kaufen. Wenn die verrecken, sind sie verreckt, kann man sie neu kaufen. Also das ist schon ganz witzig, das Prinzip. Schon ein bisschen Pay to Win, aber bringt ja nichts, ist ja wieso nicht so ein großer Multiplayer-Aufgebot. Man kann halt nur, manchmal sind Zeichen auf der Karte, da kann man andere Spieler online rächen und muss dann den Ork töten, der die getötet hat. So, und jetzt sind wir auch hier schon fertig. Und dann kriegt man halt seine Belohnungen dafür, zum Beispiel Silber. Oder einen wertvollen Edelstein, Erfahrung, alles Mögliche. So, da sind wir auch schon wieder. Und genau deswegen habe ich mir dieses Video hier ausgesucht, denn jetzt rüste ich mich für meine allererste Schlacht. Wir greifen jetzt nämlich eine Festung an. Deswegen lasse ich hier auch alles in Ruhe. Übernehmen immer noch ein paar Leute oder kickst halt runter wie hier. Ja, so, hier haben wir das Interface. Die Mission auswählen, dass wir die Festung jetzt angreifen, denn ich habe eigentlich so gut wie jeden großen Ork, wie man sieht, in meine Armee rein rekrutiert. Er ist halt die Nummer 1. Ich glaube, er ist auch wirklich Kampagnen ausschlagend, dieser Charakter. Denn er spricht viel. Das war ja auch der erste, den man rekrutiert hat. Diesen Riesen. Ja, Mischung aus, was weiß ich, Urukai und Ogre. Bin mir nicht sicher. Aber auf jeden Fall kann man sich dann auch suchen, mit wem man die Schlacht zieht, wenn man als Feldherren nehmen möchte, die alle verschiedene Eigenschaften haben, wie zum Beispiel Katapulte setzt dieser ein. Oder der nimmt nur Schildträger oder damit kann man mit Wargreitern kann er einsetzen. Ja, sieht man hier, da zeigt man jetzt die Eigenschaften. Schildträger, Leute halt. Man kann leider nur einen Perk einsetzen, nicht alle, das wäre auch ein bisschen zu OP. So, und dann sucht man sich halt aus, was nehme ich jetzt für meine Armee? Ich habe hier die Schildträger gewählt. Weil ich halt die halt einfach am effizientesten, weil die echt lange Dauer kaputt so macht. Ja, und hier ist halt mega geil, ne? Gleich so ein Katapult mit so einem Riesenvieh. Ja, am besten das, was auch Strukturen-Damage macht.
Weil die stehen ja meistens auf den ganzen Gemäuern und da kommt so eine Kugel, echt geil. Olokai, genau so heißen die Viecher, stimmt ja. Genau, ich hab's leider vergessen. Ja. So, und wenn man dann so alles ausgerüstet hat, dann kann man auch die Schlacht eigentlich beginnen. Dann hat man halt so sein Heer aufgestellt und da unten ist leider noch gesperrt, aber da müsst ihr halt in den Level höher kommen mit eurem Charakter, damit ihr auch dementsprechend mehr Häuptlinge, sag ich mal, da reinhaut und ne, mit anderen Viechern angreift. Hier ist es zum Beispiel 25, ich bin 22, ganz schön ärgerlich. So, und ich habe halt auch die Häuptlinge schon rekrutiert, damit die nicht mein Feind sind, wenn ich in die Festung komme. Und hier ist jetzt zwar nur kurz, aber hier sieht man halt, was man alles upgraden kann. Ihr seht, wie viel es ist. Es ist der Wahnsinn. Man kann eine Hauptsache upgraden und dann noch eine Nebensache dafür. Sag ich mal, verbesserter Sturz oder verbesserter Attentäter. Es ist unglaublich, es gibt so viel. Und man kann, wie man unten sieht am Interface, wenn man jetzt mit dem linken, mit der linken Pfeiltaste jetzt gedrückt hält, kommt zum Beispiel ein Warg oder mit der rechten kann man auch dann sein Feld herrufen. Ja, und so, und jetzt geht er auch schon los. Jetzt kann man es aussuchen. Passt das her? Jo, passt. Und dann geht er auch in den Angriff. Und das wollte ich euch jetzt mal zeigen. Denn jetzt kommt so richtig das Interessante dran. Das hat mir so viel Spaß gemacht. Das haben die echt so cool ausgetüftelt, wie es funktioniert. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Die Sprache ist eingerostet. Eigentlich kenne ich kein einziges Wort, ist eine Scheißsprache. Aber wenn ich raten müsste, sagte er, ihr werdet alle sterben, qualvoll. Gefällt mir. Ich übernehme den Oberherrn. Konzentriert euch auf die Schildträger. Zerkonzentriert euch. Ja, und jetzt geht die Belagerung auch los. Jetzt stürmt man da in die Festung rein. Es ist einfach so ein richtig cooles Feeling, dann da einfach hinzurennen und einfach zu kämpfen. In meinem Fall habe ich es jetzt etwas schneller durchgezogen, weil ich nicht wollte, dass irgendwelche von meinen Häuptlingen verrecken. Deswegen habe ich einfach kurz nur gegen ein paar gekämpft. Und habe dann direkt die Punkte erobert, die ich erobern soll. Ja, wie man hier auch sieht, zack, jetzt muss ich das Ding da reinhauen und bam. Ja, und jetzt würde halt der erste Häuptling kommen und gegen uns kämpfen, wenn ich ihn nicht auf unsere Seite geholt hätte. Ja, ist sogar einer, den ich schon mehrmals bekämpft habe. Ja, der Humor ist halt Bombe, also ist echt witzig. Ja, und dann geht man halt voll in die Massen und so ist das halt ausgelegt. Am Anfang bringt ihr halt erstmal die Häuptlinge um, bis hier so, ich denke mal, das ist jetzt so ein bisschen an der Mitte des Spiels, wo man dann langsam anfängt, sich Mordor zu schnappen und einzunehmen. In dem Fall bin ich jetzt kurz vor Mordor und man baut hier sich jetzt halt hier schon sein Heer auf. Ah, alles blockiert mich hier an meinen Männern. Aber so an sich ist das echt cool und das Feeling ist mega spannend.
So, und zack. Und jetzt kommt der zweite Häuptling der Festung. Ich liebe es, wenn ein Plan aufgeht. Es war alles perfekt. Sie haben keinerlei Verdacht geschöpft. Ja, so, und gegen ihn muss ich auch nicht kämpfen. Dieses Festungen erobern ist spitze. Sobald dir eine gehört, brauchst du einen neuen Oberherrn. Ich stehe zur Verfügung. Was habe ich da nur losgetreten? Ja. So, und ich will ja nicht zu viel vom Spiel spoilern, weil es fängt jetzt sofort mit einer langen Videosequenz an, wenn ich da durchs Tor gehe. Und ich würde mal sagen, ab hier ist auch schon Schluss. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich konnte euch bei der Spielentscheidung helfen. Also dieses Herr der Ringe ist wirklich ein tolles Game. Es macht richtig viel Spaß. Und ich bin jetzt locker schon 2 Tage damit dran und ich bin noch nicht ansatzweise durch. Also es ist echt ein mega tolles Spiel. Ich kann es euch nur empfehlen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.